Kommen. Boah, wir haben so viele leere Wasserkrüge, die könnten wir auch eigentlich verkaufen. Ich sehe gerade, die bringen 150 pro Stück. Wie viel kriegst? Ja, also wahrscheinlich ist das der Maximalpreis. Mal gucken. Blei gehört anscheinend nicht rein. Ach so, hier, wichtig. Reparaturmaterial. Hatte mal eine Kettensäge gefunden. Ich brauche sie nicht unbedingt, aber sie sind nett. Werkzeuge drinne. Level Bin 1. jetzt das blöde Rezept für den Erdbohrer hin. Money. Oh, Ich muss Money. jetzt unbedingt mal die Ressourcen hier loswerden. Baukiste. Moment. 2000. Oh, Betonmischung habe ich auch gefunden. Ich will jetzt eigentlich nur gerade kochen, aber ich komme irgendwie nicht dazu, weil ich absolut keinen Platz habe für irgendwas. Weißt du was, ich brech mal kurz den Kleber ab. Eier noch dazu nehmen und das und das und das und das. Ein Diamantsägeblätter machen für die Werkzeuge. Klingt doch nett. Echt. Ich habe über 1000 Knochen mittlerweile. Außen Weber. 200. Außen 200. Gumbo-Eintopf. Shepherd's Pie kann ich machen. Oh, ich bin noch mal kurz in. Thunfischtoast. Oh, nee. Was mache ich denn? Hey, wo sind die ganzen Büchsen, die ich gefunden habe? Die verarbeite ich gerade in Essen. Ja, so habe ich mir was gedacht gerade. Schau mal rein. Na, warte. Wird auch was für dich dabei sein. Übrigens, fertige Gerichte findest du hier rechts. Ja, hab ich schon gesehen. Können wir uns darauf einigen, dass von jedem Lebensmittel immer eins übrig bleibt? Deswegen einlagern, ich finde das schon gut. Nee, nicht nur deswegen. Ich würde gern sehen, welche Lebensmittel eigentlich am effizientesten sind für den geringsten Aufwand. Ja, man kann ja draußen ernten übrigens wieder. Wenn ich Platz habe. Ich habe gerade ein Inventar voll mit allem. Kann man jetzt eigentlich was aus dem Supermais machen? Ich glaube immer noch nicht. Tarnanzüge kann man herstellen, sehe ich gerade. Okay, ich guck mal kurz, kann man was aus dem Supermais machen? Gibt's keine Rezepte? Doch, Rezepte? Kleber. Ich kann Kleber aus Supermais machen. Okay. Das ist jetzt aber nicht sonderlich hilfreich. Könnte jetzt endlich mal irgendein Gericht fertig werden? Ich würde gerne neue Gerichte aufgeben. Das sieht komisch aus mit Schwimmen. Guck mal. Was ist ich bin. Hau zu den Sternen. Ach so. Ja, das sieht wirklich ein bisschen befremdlich aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, bin da. So, dann machen wir noch einen Blaubeerkuchen gleich. So, gehen wir noch was töten? Ich will jetzt gerne erstmal ein paar Gerichte hier fertig kochen. Weil ich habe wirklich alle unsere Dosen in der Hand. Echt? Spiele? Das ist neu. Werkzeug hier. Braucht man Honig noch für irgendwas? Ich habe absolut keine Ahnung. Beziehungsweise, das kommt hier auch nicht rein.
So, möchte jemand zufällig, was macht ihr denn gerade eigentlich? Was habt ihr vor? Ich warte eigentlich auf den Burg, dass ich, bei Zombiebär attackieren kann. Warum? Ah, okay. Ja, wir wollten nur noch in die Stadt gehen. Das schafft man der Aufnahme wahrscheinlich nicht mehr und ich habe dann keine Zeit für noch mehr. Ist so schlimm. 20 Minuten. Ich würde es halt echt gerne ein paar Gerichte für euch machen, falls ihr dann offline spielen wollt. Es kommen auch gerade sehr interessante Sachen raus. Wow! Spaghetti, Nahrung 122. Dann machen wir Spaghetti. Ich guck mal, was ich dafür alles brauche noch mehr. Also für Spaghetti brauche ich große Rindfleischration, eine Dose Nudeln, Pilze und Tierfett und Wasser. Also Rindfleischration und Nudeln sind sehr gut, wenn ihr die aufhebt. So, mach mal. Wolltest du nicht ernten? Ja, aber ich habe gerade keinen Platz im Inventar. Moment, kannst du doch ernten, oder? Du hast auch Level 3. Möchte? Ja, wenn du Super Mais machen kannst, kannst du bis zu Level 3 vom Land. Endleben? Nö, 2. Hä? Ich ernte gleich. Level 2. Ich ernte noch, keine Angst. Ich muss mich bloß gerade mal ein bisschen aufs Essen hier konzentrieren, vielleicht. Hol noch ein paar Stück. Und ich packe jetzt erstmal kurz alles hier rein, was ich jetzt habe. Kann ich auch kurz ernten. Der Kürbis kommt echt gut an. Oh, hier sind jetzt auch Spikes. Ja, pass auf, ich hatte ein bisschen Wasser gebaut. Ja, ich hab's gesehen. Hä, was? Ah, okay. Kürbis. Ah, dann könnte ich mal Kürbisbrot machen. Wir haben jetzt übrigens haufenweise Gammelfleisch. Ich könnte dann eigentlich noch ein paar Sachen anbauen. Hopfen ist auch so eine... Ich will aber nicht genug Nitrat dafür haben. Doch, wir haben über 1000. Kurz was. Noch. Jetzt, wo ich diese super Gerichte habe, läuft es auch viel, viel besser. Also, seid ihr? Ich wollte gerade sagen, da ist ein Zombie, aber der baut ab. Ja, guter Zombie. Ja, hat doch mal ja, die tolle Idee. Zombie. Wir könnten die doch dazu trimmen, bringen, hier alles anzubauen, oder? Erinnerst du dich? Bei Shaun of the Dead. Ja. Juan of the Dead? Habe ich noch nicht geschaut, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Juan of the Dead. Gibt's so. Haben sie versucht, Juan of the Dead nochmal zu parodieren. Also machen wir jetzt eine Parodie so von der Parodie. Verarsche von Hangover. Wahrscheinlich nicht gelungen, oder? Also richtig. Böse nicht, habe ich mir noch nicht angeguckt. Ist mir so blöd. Ich stelle gerade fest, ich nutze gerade unser ganzes Wildbret nicht für die Sachen, die wir brauchen. Wildbret-Eintopf? Schäm dich. Aber gut. Ja, woran hängt's denn? Ah, für Shepherd's Pie habe ich keine Kartoffeln mehr, ich verstehe. Thunfischtoast? Brauche ich mal Maisbrot. Woran hängt's denn jetzt? Ah, Thunfischtoast habe ich keine Erbsen mehr. Oh, jetzt. Mal sehen, was bringt denn eigentlich unser... also Schemmsuppe, 53 Nahrung. Ist okay. Ansonsten die Spaghetti mit den 122 Nahrung. Hier ist ein Wolf bei mir. Schön. Ja, aber ich stehe auf dem Berg, der sieht mich nicht.
Fischtacos ist noch 76. Freeman, der. Also auf der anderen Seite vom Haus direkt. Direkt gegenüber vom Eingang. Michelin, wenn du rausguckst, müsstest du es eigentlich sehen. Ich bin gerade im Kochen. Mach einen Platt, der hat mich letztens zweimal gekillt. Das ist mir zu weit weg, warte mal, da müsste ich. Ah ja. Siehst du? Fehlt noch Wasser. Darf ich von hier aus? Ich höre was. Ja, er kommt zu dir, das ist gut. Der mag mich. Denke ich dir, ich komm da nicht mit. Ich weiß nicht hoch. Ach, und da gibt's noch mehr Spaghettis. Ach, kann ich nicht. Ein Leben sinkt. Ja, ich weiß, hab mal erwischt. Ah, danke für die Erfahrung. Schemmsuppe. Mein Schnack geht eigentlich. Wo ist der Thunfischstoß jetzt eigentlich? Ach, der ist natürlich noch nicht fertig. Also Spaghetti ist wirklich ein super Gericht. Konzentrieren wir uns auf das. Also große Rindfleischration und Nudeln brauchen wir. Den Rest haben wir eigentlich soweit. Nudeln? Mhm. Na, Spaghetti brauchst du ja Nudeln, oder? Eine Dose Nudeln. Ach so. Nudelding brauchst du da. Mhm. Soll ich noch mehr Saat herstellen erstmal? Ja, mach das mal. Guck mal, dass ich jetzt irgendwann hier Felder richtig baue. Ja, ich hab ja, dann werde ich mal ein bisschen die Saat aufstocken. Wir brauchen auch bald, also ich brauche irgendwann eine richtige Küche, weil wenn ich so viele Gerichte mache. Bin schon, ist bald eine Arbeit, die Küche. Ja, weil dann ist das hier ein bisschen wenig. Der Kraken baut, ich besorge Rohstoffe. Ja, wie ihr wollt. Was soll ich denn eher machen? Kürbisbrot oder Kürbiskuchen? Ah, für Kürbiskuchen brauchen wir Eier. Eier sind relativ selten. Die halte ich lieber noch ein bisschen auf Tasche. Wir müssten um die 20 da haben. Nee, ich habe ja schon ein paar für ein paar Gerichte gebraucht. Dann bringen wir mal den Kleber weg. Das ist vielleicht die Leute nicht so spannend, aber irgendwer muss ja auch diese Sachen machen. Hier kann ich das Papier reinstopfen. Hier kann ich das Öl reinstopfen. Hier kann ich das Öl nicht reinstopfen, weil wir schon voll sind mit Öl. Wir bräuchten noch mehr Ressourcenkisten, glaube ich. Ja, ich wollte ich mit Freeman mal fragen, wo ich das Lager hinbauen soll. Müssen wir das alles viel mehr Lager würde ich den Keller bauen. Oder einen Keller bauen für ein Lager. Wisst ihr? Wichtelein wollte keinen Keller haben. Ach, glaubst du, das ist nicht notwendig. Baue ich einen Keller unten, nein. So. Soll ich das wie beim letzten Mal machen, wie ich das gebaut hatte? Nudeln können zwei raus. Ich bin mittendrin, so was weiß ich. 10x10 oder sowas. Sollte ja passen. Wie ich das gemacht hatte in meiner Bergfestung. Ja, genau. So, aber halt unterirdisch. Das ist kein Problem. Deswegen will ich ja eigentlich unbedingt einen Erdbohrer haben, dass es mal schneller geht hier. Ich bräuchte aber dann. Irgendwie müsste ich da erstmal holen. Vielleicht könnte ich nochmal Siffwasser nehmen und dann zum Schluss nochmal richtig fett Kleber in Auftrag geben. Warum liegt der Energy Drink bei den medizinischen Vorräten? Vielleicht weil es Lager voll war für Senken? Nö, passt rein. Gut. Weil ich hatte wir haben kein Siffwasser mehr, also kaum noch. Ich hatte mir Haufen Wasser gefunden. Der Nahrungsmittelkiste, ein Quark. Fest. Mit der so. Kiste. So, das hier schon mal. Was machen wir als nächstes? Nochmal Spaghetti in Auftrag. 60 Sekunden, um Spaghetti zu kochen. Ist doch eine echt gute Zeit, oder? Dafür bringen sie aber auch viel Nahrung. Nö, also ich schaffe das nicht in der Zeit. Das meine ich damit eigentlich. Hundefutter kann ich tatsächlich noch nicht gebrauchen, aber das werden wir später brauchen für bestimmte Sachen. Hm. So, was bringt denn der Shepherd's Pie? 104 Nahrung. Würde ich gerade wenig für dich sagen, ne? Würde ich auch sagen. Was braucht man dafür? Was über 100 bringt es gut. Lammration, Erbsen. Den Rest können wir selber anbauen. Also Kartoffeln, Mais und Tierfett haben wir ja eigentlich immer da. Also Lammration und Erbsen.
Die Fleischrationen sind also sehr, sehr wertvoll für uns. 52 Gesundheit und plus 40 maximaler Ausdauerbonus. Wer hätte es gedacht, dass es solche guten Rezepte hier gibt mittlerweile? Hm. Wie viel Holz habe ich noch da drin? Ah, der Brennstoff reicht noch. Ich brauche auch die Rezepte. Dann mach ich noch ein bisschen Saat. Okay, dann gibt es halt weniger. Beim Hundefutter kannst du bloß Großvaters Lernelixier machen. Ja, das genau deswegen. Katzenfutter? Katzenfutter ist sinnlos. Ah, oh, okay, dann ist doch, das hat noch einen Sinn. Aber das Lernelixier bringt ja halt 30% mehr Erfahrung und ich glaube, wenn wir das alle drei trinken bei einem Blutmond und dann Dynamit reinwerfen in die Massen. Oh ja. Dann wird das vielleicht ganz angenehm. Miso-Suppe ist auch sinnlos. Ich glaube, Dirk beißt Rudel rum. Nur Hundegebell. Da mach am besten die Türen zu. Ist aber kein Hund. Dieses Gejaule, das sind Wölfe. Na toll. Das beruhigt mich ungemein, weißt du? Gott, an mir vorbei! Der registriert mich gar nicht! Ich mach dich nicht, doch. Mach mich tot. Bin ich mal auf den Thunfischstoß gespannt. 90 Nahrung, 45 Gesundheit, 40 maximaler Ausdauerbonus. Rechts, hier dort? Ah, Thunfischstoß brauchen wir. Thunfisch und Erbsen. Wo bist denn du? Geh zu mir zu meinen Felsen. Komm direkt. Du solltest dich vielleicht mal heilen. Na toll. Ich meine nur, dir geht's nicht mehr ganz so gut. Ah, ich sehe ihn. Soll ich ihn anschießen? Wollt ihr ihn machen? Schieß an, ich geh zur Rückendeckung. Das hast du. Das kommt da. Hast du getriggert? Das hinter dir her. Freeman? Freeman, wolltest du mir nicht helfen? Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Lass die zu! Tür zu! Ah, danke. Ja, die Spikes vorbei. Hängt das fest? Ja, jetzt ist er in die Spikes gehüpft. Haha, der Idiot. Ist er tot, glaube ich, oder? Ja, nee, ist tot. Den nehme ich auseinander. Ja, gute Idee. Johnny recht jetzt. Ich glaube, ich grill dann einfach mal ein bisschen sinnlos Fleisch, wenn ihr nichts dagegen habt, weil das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Auch ruhig. Wir haben so viel Fleisch mittlerweile. Das hatte ich vor Wildbrett Eintopf genutzt. Ja, ich weiß, aber die anderen Gerichte sind deutlich besser und Wildbret Gumbo-Eintopf braucht auch nicht. Wildbret-Eintopf braucht 4 Wildbret. Mais und Kartoffeln, ja, kann man machen. Wildbret-Eintopf eigentlich an. An was? Na hier, Punkt. Hier ist schon Butter am Wolf. Ja, das ist bestimmt bei mir hin. Ich mache jetzt erstmal 76 mal gebratenes Fleisch. Was nicht viel bringen wird. Doch. Chili Hot Dogs, 53 Nahrung, die sind nicht ganz so gut. Aber das ist gut, dass ich das weiß, dann legen wir die in die Kiste, dann. Bei dir? War ein Huhn. Ach, ein Huhn, ich wollte gerade sagen. Da ist irgendwo noch ein Wolf. Irgendwie komisch, dafür, dass es so ein extrem aufwendiges Gericht ist, kriegst du dafür gar nichts. Hey Wolf, wo bist du? Huhn irgendwo? Hirn. Pass auf, dass er dich nicht in den Großmutterkostüm zwängt. Aha. Wolfi Wolf. Wolfi Wolf. Oh ja, der Shepherd's Pie. Besser nicht. Guck mal hinterm Haus, vielleicht. Oh, bist gerade hinterm Haus. Ja. Ah, noch ein Chili Hot Dog. Der ist er auch nicht. Wie hieß es noch? Klaus Kleber. 136 Mal. Richtung Sägewerk sein. Bei mir brichst du gerade ab. Ich? Bei uns auch nicht allein. Oh, ja. Dann liegt es vielleicht an mir. Ich mache noch ein bisschen Saat für euch. Ich sehe nicht. Den Chili Hotdog packen wir noch rein. Also, wie gesagt, lasst mal bitte ein Gericht jeweils immer übrig. Damit ich das im Blick behalten kann, was wie gut ist. Ich habe dir ein bisschen Saat reingelegt, mehr konnte ich jetzt gerade nicht machen. Saat ist zweite Kistenreihe unten links. Richtig, da hatten wir mal angefangen. Zweite Kistenreihe?
Was soll die zwei Kisten rein neben der Schmiede und die untere ganz links, da sind Samen drinne. Ach, was gehört? Da ist Farbe drin. Dann halt die daneben. Ah, ja. Das ist gut, die Farbe kannst du rausschmeißen, die ist eh nicht. Nö, dann Hopfen braucht man eigentlich nicht, oder? Kein Mensch macht Saat daraus, genauso die anderen Goldrute und sowas. Ihr bringt ja auch nicht mehr. Doch, kannst verkaufen dann. Ja, dann stellst du das mühselig her und dann, oh, hier hast du einen Cent. Lass mal drinne. Verpflanzen können. Nee, ich meine nur, ich werde sie nicht speziell anbauen. Das nee, meine ich damit. Ich werde schon was machen damit. So. Das Gammelbrot, das kann ja auch. Ach, man weiß, wo das blöde Vieh ist. Das ist bestimmt schon weg. Das kann nur dies Bund sein. Ah, hier hinten ist ich suche. Ich gehe mal eine Bleiader suchen. Da bist du gerade verkehrte Richtung. Du musst ja nach links fahren, da ist eine. So. Dahinter. Passt. Heidelbeersaat können wir doch auch machen. Also, ach nee, sind Schneebären. Die Straße nach folgen und dann bei der Kreuzung links. Du, hier ist auch eine. Da ist noch eine. Ich helfe dir mal kurz bei der Arbeit. Ich habe jetzt eigentlich alles so weit angeschuckt, was geht. Weil da haben wir schon mal genug Schrotmuni. Der Wolf ist weg. Oh, und hier ein einzelnes Kürbisbrot. Brauchst du, soll ich dir was zu essen mitbringen? Wie meinst du jetzt? Freeman eigentlich. Ich hab noch ein bisschen was. Okay, dann komme ich einfach so. Ich habe jetzt nochmal den Rest in Kleber investiert. Okay. Achso, das ist ja direkt hier vor Ort. Na klar. Dann. Boah, ich will endlich einen Erdbohrer, ey, das geht mir. Danke. Ich helfe dir doch kurz. Hast du denn was gegen körperliche Betüten? Okay, ich fahr mal lieber hier zur Seite, sonst liegt das gleich unten. Ich sehe es schon kommen. Ich hab hier eine Ausdauer. Oh, ich hätte gedacht, das ist Metall. Oh, das ist ja schön hier. Habe ich nicht irgendwo einen Spaten? Wir letzten sie geben. Ja, ja, ich weiß, ich muss kurz gucken. Ah ja, hier geht's weiter. Ganz viel Blei. Ich werde dann trotzdem erstmal auf Chefkoch gehen. Damit ich auch das Großvater-Elixier kann. Ja, ich kümmere mich um Ressourcen. Ja, ja, mach das ruhig. Ich hab zwar jetzt auch schon ein bisschen geskillt, aber. Oh, ich hab ja, na klar. Jetzt also, wenn jetzt ein Zombie von oben reinfällt, bin ich total am Arsch. Ja, dann hast du Probleme. Und weglaufen ist da nicht mehr viel. Ich könnte Spikes über mich bauen, schnell. Okay, warte, mach ich. Nein, lass das bitte. Am Ende baust du nämlich rein und ich sterbe deswegen. Ah, es ist Tag. Guten Tag, Tag. Was bringt denn dieser Bonus da eigentlich von der Schemsuppe? Schemsuppe. Lässt Brusthaare wachsen. Was? Schemsuppe erhöht deine Seelenstärke und lässt Brusthaare wachsen. Warte, danke. Ich verstehe dich nicht, wenn er redet. Wollen wir noch jetzt die Zombiebären holen? Welche Bären? Ach, die Zombiebären. Eigentlich gern ein bisschen mehr Munition für. Ich hatte nämlich nochmal 150 Schrotmuni gefunden, also beim Endbot gekriegt. Ja, Schrot ist aber scheiße bei Zombiebären. Ja, wenn du die mit Schrot tötest, die Gegner, dann kannst du nicht mal gut zerlegen, weil die teilweise schon zerstört sind. Ja. Ich hab sie schon gehabt, die waren ganz weg. Ja, das kriegst du mit Plänen noch im Tunnel. Ich würde dir. Ach, wir sollten Kaffee trinken, Freeman. Ach, das mit Ausdauerbonus, oder was? Ja, ja, da kriegst du einen Ausdauerbonus. Ah, gut, warte, hol ich. Ach, Fischelein, du bist eine Mauer. Das bin ich nicht, das ist meine Frau. Nein, mach doch mal dein Fahrrad leer. Du meckerst anderen rum, dein Lager ist. Du bist voll. Und mach dich mal sein Fahrrad leer. Ich bin ja auch voll. Das ist aber mein Inventar. Sicher. Ja, natürlich, wenn. Das Fahrrad bringt mir nichts, wenn ich drin im Haus bin und dann alles voll ist. Kannst du auch zum Fahrrad noch was rausräumen? Ja, das habe ich vergessen. Ich hole uns erstmal Kaffee. Ja, super, ich bin nicht eh gerade durstig.
Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ah, perfekt. Hey, das ist ein Zombie! Komm mal her, mein Kleiner. Ja, ich sollte mal gucken, dass ich mal wieder rauskomme. Oh, halt Woodframes. Ja, das war keine Dauerlösung. Aua! Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir das letzten Endes wieder zubauen, oder? Ja, dass hier keiner reinfliegt, was hier schon mehrfach passiert ist. Wenn Freeman seine Krisen mörderisch immer baut. Nein, die konnte man nicht übersehen. Ja klar, hinterm Haus direkt. Bin ums Haus verdruckt, da bin ich reingeflogen. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das sollte ja auch ein Garten werden. Und ich hab dir gesagt, du sollst nicht immer. Und ich hab dir immer gesagt, du sollst nicht hinter das Haus pinkeln. Was machst du hier? Kommst du her? Wen meinst du? Bei dich? Wo bist du? Hallo, Junge, mein Gott! Hallo? Ja. Das gut. Ah, super. Ich hab noch was zu essen, wenn du willst. Essen hab ich noch. Gut. Mach mal so. So, und los geht's. Und ab ins Dunkel. Oh, hier ist Nitrat. Ach, hier ist auch Nitrat? Das macht man alles. Kommt drauf an, wie sie ausgelegt sind. Ja, geil. Dann haben wir ja alles, was wir brauchen, außer Kohle. Kohle kriegst du im Verbrannthium, tonnenweise jetzt. Das stimmt, da wird es zugeschlossen. Da kannst du auch gleichzeitig schön Holz ernten, kriegst du Bödes. Schade, dass man die Zombies nicht zerlegen kann, wenn man Kohle kriegt. Früher konntest du die wenigstens mal schön zerlegen für Gammelfleisch und so ein Scheiß. Ja, aber das war zu einfach. Und mit einem Mod machen. Ja, aber ich finde das immer ein bisschen schwierig, Spiele zu modden. Weil du kriegst. Das ist meistens. Die Spiele sind halt meistens so gebaut, dass es einen gewissen Sinn ergibt. Bei Project Zombie Eat hieß es ja auch, ja, mach doch den und den Mod rein. Ja, das ist schön, aber wenn ich dann halt wirklich alles herstellen kann, wo ist dann die Schwierigkeit des eigentlichen Spiels geblieben? Hier ist Dreckeier! Oh Scheiße! Weg, 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 weg! Schnell, fahr zu uns! Mal los. Oh, die sitzen noch, die haben mich gerade registriert! Die lauern jetzt auf dich! Boah, das ist also eine riesen blaue Mine. Irgendwie krieg ich hier nicht mehr Ausdauer. Doch, ich krieg glaube ich 6 bis 7 krieg ich glaube ich jetzt. 6 bis 8 sogar. Also es ist mehr, sonst regenerierst du nur 5. Der war mal viel intensiver, habe ich das Gefühl. Doch, bei 4 hast du eigentlich mal gar keine verloren. Ja, das haben sie alles geändert. Hier ist Kohle. Ernsthaft? Ich krieg keine Kohle noch zusätzlich abbauen. Ich habe alle wichtigen Ressourcen sind hier. Da. Oh, das sind dann kleine Vorräte bloß. Ist doch egal, hier ist Kohle. Ist Blei, Nitrat, Kohle. Einfach, nee, das damit ist man ein bisschen vorwärts kommt. Und deswegen kann ich ja viel abbauen. Hier ist nochmal. Hier ist nochmal Blei. Hab ich nochmal gefunden, eine Mine. Gut, Blei also, brauchen wir immer. So 300 Meter weg. Das ist ein Kohleflöz. Ich habe keine Ausdauer. Hast du 600 Tyrannosaurus? Also, ich hab ihn voll gemacht. Ich noch nicht, aber der ist unglaublich hilfreich. Ja, das merkt man halt deutlich, wenn das fehlt. Ja, jetzt habe ich einen Punkt drin. Ich habe 3 Punkte drin. Ach nö. Bitte sag es nicht, das ist jetzt das zerstörte Biom, wo ich jetzt gerade bin. Die haben sie auch ein bisschen verändert. Die sind gar nicht mal so schlimm. Auf jeden Fall, ich habe noch keine Mine gefunden bis jetzt. Das ist kein kleines Kohleflöz. Okay. Das wird immer größer. Ja, schön abbauen. Nitrat gefunden. Ja, hier ist, was sollten das darstellen? Atombombe-Explosion? Keine Ahnung, ich sehe es nicht. Irgendwie sowas. Dieses zerstörte Biom. Ja, du kannst ja auf diesen Zeitungen lesen, dass eine Grippe-Epidemie entstanden ist, so sind die Zombies entstanden. Und dann sind sie auf die grandiose Idee gekommen, wir schießen da einfach eine Atombombe rein. Und dann sind die Verstrahlten entstanden, so wie in Tagebuch der Apokalypse. So Dying Light. Ja. Anstatt es vorher mal zu testen, was da passiert, ach, mach mal einfach mal irgendwas und dann wird's schlimmer. Das Militär halt, immer mit der Bombe drauf, weißt du, wie es ist. Mit der Amis halt.
Oh, ich hab Honig gefunden. Cool. Ja, da kann ich später Großvaters eure Soße draus machen. Schön sammeln. Mein Honig. Voll Eigentum. Mir doch egal. Wäre doch glücklich mit dem Honig. Ah, Honig! Guck mal, ich kann. Bleiben Sie mal stehen! Okay. Ja, ich kann Chemiestation bauen. Hier sind. Okay, diese Kohle ist plötzlich nur noch Stein. Gut. Das wird als Kohle angezeigt, ist aber Stein. Das ist merkwürdig. Wo kam hier die Stamm-Sandwich? Die kannst du wegschmeißen, die kann man leider nicht mehr benutzen. Die kann man essen. Ja, aber guck mal, wie du hast einen Gesundheitsmalus drauf. Ja, du musst die Vitamine vorher essen und dann kannst du die Dinger aber in Kröl fressen, da passiert dann nicht mehr. Die Vitamine schützen nicht nur vor Krankheit. Ja. Die Dinger ziehen dir trotzdem Leben ab. Nein, machen sie nicht mehr. Ich hab's schon gemacht. Es steht auch drauf, dass du minus 5 ja, Leben hast. Vitamine tut das kompensieren. Hm. Mach, was du willst. Wir haben noch ein paar davon im, in der Kiste. Kannst du alle essen. Die könnte ich auch alle wegschmeißen. Vitamine haben wir reichlich. Ja, ich meinte eigentlich gerade die Sandwich. Weil ich erst dachte, da kann man immer noch die Schemsuppe draus machen. Schemschau, da war's doch, ne? Ja. Das gibt's aber nicht mehr. Oder? Glaub nicht. Nee, die Schemsuppe brauche ich jetzt eine Dose Schem für. Ah, das Schemschauder war echt gut, da konntest du auch schneller Sachen herstellen. Erinnerst du dich? Ja. So, Blei. Da machen wir. Ah, die Blei, da wird wieder größer. Kohle hat anscheinend doch aufgehört, oder es ist einfach nur ein Bug. Ach nee, hier ist noch mehr Kohle. Hab mich geirrt. Das siehst du. So, da baue ich die Chemiestation, dann kann ich schon mal anfangen, Schießpulver und alles zu machen. Mhm. Also egal, wo ich hier hinschlage, sind überall Ressourcen. Aber froh. Und wenn es nur Steine sind. Aus irgendeinem Grund bringen mir die Steine teilweise Kohle. Oh, Mist, hier ist was zusammengekracht. Ich soll vielleicht mal aufpassen, was ich mache. Ja, diese Kohle ist tatsächlich Stein. Das ist sehr merkwürdig. Und manche Steine sind Kohle. Wer denkt sich sowas aus? Ich glaube nicht, dass es absichtlich ist. Ich glaube, das ist eher ein Fehler. Immer wenn jetzt eine Wanderhose über uns herfällt, haben wir ein Problem, oder? Ich habe eine Schrotflinte mit 2 Schuss. Ja, ich habe eine mit 9 Schuss, aber trotzdem. Ich werde jetzt noch so lange machen, bis meine Spitzhacke kaputt ist. Und dann werde ich die Aufnahme beenden. Okay. Spitzhacke ist kaputt. Dann lagere ich noch die ganzen Ressourcen oben ein und dann reicht's mir. Alles klar. Nee, ich habe einfach keine Zeit mehr heute. Ja, alles gut. Kohle! Ja, wenn du willst, kann ich meine Vorräte auch noch geben. Oder ich lagere es einfach oben ein. Lager klein. Wo ist jetzt der Ausgang? Hast du ihn kaputt gemacht? Ja, den hast du kaputt gemacht, danke. Ist doch einfach Woodframe. Nein. Ich mache hier ganz viele Löcher und wenn wir dann wieder abhauen wollen, dann fliegt man da rein. Ja. Und da gebe ich wieder dir die Schuld. Ja, YouTube ist Zeuge, du hast alles kaputt gemacht. Man kann es doch reparieren. Ach so. Ich weiß doch nicht so genau, wie das geht, aber du kannst das schon, das passt. Einfach Erde. Ja, ja, du machst das schon. Ich sehe ein Licht. Okay. Wirklich? Also hier oben ist viel Kohle. Ja, weil unten hört es dann plötzlich auf. Ausstellt. So. So, hat Mönch vom Fahrrad hier. Wo ist das? Level 6. Da. Kaffee. Und weiter geht's. Ich könnte auch anfangen, Kaffee herzustellen. Bisher hat das nämlich für uns noch keinen Wert gehabt, das Zeug. Allerdings hat es auch nur, es hat noch so lange Wert, bis du dann den Erdbohrer hast. So. Danach ist alles egal. Dann gucke ich mal, wie unsere Rezepte weiter sind. Oh ja, gegrilltes Fleisch ist voll. Also Fleisch haben wir jetzt erstmal. Wir werden nicht gleich verhungern. Ich pack's mal zum Mais, da könnt ihr Mais und Fleisch essen. Wow, eins.
Wie bringt das nochmal? Immerhin 10. Also es ist nicht so wenig. Wir haben einige Rezepte, das passt schon. Und dann kommt noch 136 mal Kleber dazu. Steine. 3000 davon. Wie viel Kohle habe ich denn jetzt eigentlich gesammelt? Oh, Kohle ist relativ wenig geworden bei mir. Das Blei schmelze ich mal ein, oder? Glückliches Sammler. Blei einschmelzen. Ja, mach ich doch. Schrott. Des einen Müll, des anderen Schatz. Finde mehr Schrott in Beute. Und nicht schlecht. Ja, dann packen wir es da rein. Das ist ein Automat, ich will da hoch. Da haben wir noch die haufenweise Erde, die ich jetzt nicht mehr brauche. Die ich eigentlich gar nicht brauche. Ist ja auch egal. Essen. Soll ich vielleicht auch noch was, bevor ich ausmache? Obwohl, nee, das mache ich lieber, wenn ich wieder da bin, nicht, dass es irgendwie wegsteht. Dann würde ich sagen, das war Let's Play 7 Days to Die für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut, bye Leute. Ciao.